Der ganze Abend wird bestimmt von einer Abfolge von, ich glaube jetzt 22 sehr, sehr unterschiedlichen Liedern. Von Robert Schumann über The Kinks, über Jackson 5. Schlafzimmer, was ein privates Schlafzimmer sein könnte, eigentlich aber doch eher wie ein Hotelschlafzimmer wirkt. Die ganze Örtlichkeit ist scheinbar erstmal geheimnislos konkret und über den Abend hinweg wird man bemerken, dass in dieser Geheimnislosigkeit des Boulevardbühnenbilds einige sehr geheimnisvolle Überraschungen versteckt sind. Eine Art nächtliche Schlaf- und Traumsituation, in der drei, eigentlich sogar vier Menschen nebeneinander her die Nacht verbringen. Aber man ist nie wirklich sicher, ob diese Figuren sich auch tatsächlich sehen oder ob sie sich nur gegenseitig erträumen und sehnsüchtig sind, diese andere Person zu finden und zu treffen. Im Liegen zu singen ist es sehr schlimm, also schlimm. Doch, es ist schlimm. Es hat was Intimes und auch, also ich glaube, keine Gesangslehrerin unterrichtet ihre Schüler im Liegen und es ist schlimm, aber auch interessant. Es mal probiert, würde ich sagen, dass das Wesentliche an diesem Abend der große Unterschied ist von dem, wie man sich sein Leben und seine Lebensumstände erträumt. Die sollen ja alle möglichst king-size sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Widerspruch, der an diesem Abend zu erleben ist, ist, dass das Große und das Vollendete eigentlich immer nur sich in den Sehnsüchten und den Träumen ereignet und sehr, 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 sehr selten im tatsächlichen, konkreten Leben.